Schön, dass du da bist. Ich bin Cora, willkommen zu dieser neuen Sternzeichen-Meditation mit mir. Diese Sternzeichen-Meditation im Zeichen des Fisches, des Pisces, ist auch für dich, wenn dein Sternzeichen nicht Fische ist und du dennoch daran arbeiten möchtest, emotionale Grenzen zu setzen. Denn Fische sind oft empathisch, hilfsbereit, handeln oft selbstlos und können schlecht Nein sagen. Diese Meditation hilft dir dabei, in deiner eigenen Energie zu bleiben. Komm in einen für dich bequemen Sitz. Lass deine Schultern entspannen und deinen Kiefer ganz weich werden. Lass deinen Atem ganz entspannt fließen und nimm dir einen Moment Zeit, um ganz anzukommen. Und während du hier sitzt und atmest, nimm alles um dich herum wahr, wie es jetzt gerade ist. Spür, wo deine Beine in den Boden pressen. Und deine Sitzbeinhöcke. Und spür deine Hüften. Spür deinen Bauch, ist dein Bauch weich oder bist du angespannt? Spür deine Wirbelsäule und deinen Brustkorb und wie mit jedem Einatmen deine Rippen ein Stück auseinandergezogen werden und sich deine Wirbelsäule ein bisschen weiter aufrichtet. Spür deine Schultern, deine Arme und deine Hände. Und spür deinen Hals, deinen Nacken und deinen Kopf. Und dann beginne mit deinem Atem tiefer zu werden und füll deine Lunge beim Einatmen vollständig und lass beim Ausatmen alle Luft entweichen. Und mit jedem Atemzug gibst du etwas mehr Verantwortung ab und sinkst etwas tiefer in seine eigene Energie. Spüre deine eigene Energie, die aus dir heraus einen Mantel um dich herum bildet. Spüre hier deine Gefühle und deine Bedürfnisse.
Wenn du hier Verantwortung für andere spürst, die nicht mit deinen Gefühlen oder Bedürfnissen übereinstimmen, lasse sie bewusst mit dem Ausatmen los und spüre, wie diese Energie aus deiner eigenen Energie ausgeschlossen wird. Verbringe hier etwas Zeit, deine eigene Energie zu bereinigen. Spüre deine Gefühle und deine Bedürfnisse. Lass ganz bewusst alles los, alles, was nicht zu deiner Energie passt. Spüre deine Gefühle und deine Bedürfnisse. Lass ganz bewusst alles los, was nicht zu deiner Energie passt. Bleibe bei deiner eigenen Energie. Spüre sie bis in die Knochen, fühle es an deinem ganzen Körper. Nimm dir vor, in seiner eigenen Energie zu bleiben und zu spüren, ob das, was du tust, mit seiner Energie übereinstimmt. Und so komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück und atme mal ganz tief ein. Beginne wieder deinen Körper zu spüren und die Schwere deines Körpers. Und dann bring deine Handflächen zueinander ins Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du heute mit mir meditiert hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.